unsere Themen am Freitag. Cottbusser gehen auf die Straße. Erich-Kästner-Schule bekommt neuen Namen. Und ein Kultverein aus Ströbitz. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Ich bin seit 11 Jahren für die kaufmännische Ausbildung in der Rea Vita zuständig und betreue auch Bundesfreiwilligendienstleister und Schülerpraktikanten. Ich freue mich, wenn es uns gelingt, Sie für eine Ausbildung in unserem Hause zu überzeugen. Mein Alltag? Ich führe Gespräche, fühle mich ein, baue Vertrauen auf, höre zu, manage Abläufe, finde Lösungen, erkenne Leistungen an. Das Schönste an meinem Beruf ist, jeden Tag neue Herausforderungen gemeinsam mit jungen Menschen zu bewältigen. Hier kann ich das machen, was ich gerne mache. Rea Vita bedeutet für mich, mit Freude zur Arbeit zu gehen und Teil eines tollen Teams zu sein. Ein traumhaftes Sommerwetter erwartet uns die nächsten 2 Tage. Bevor das Wochenende beginnt, bringen wir Sie jetzt erst einmal auf den neuesten Nachrichtenstand. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Freitag. Laute Musik und eine lange Menschenmasse, die kein Ende nimmt. Diejenigen, die gestern Abend in der Innenstadt unterwegs waren, haben sich bestimmt gefragt, was dort los ist. So viel vorweg, demonstriert wurde dieses Mal nicht. Neubau auf dem alten Gaswerkgelände in der Lausitzer Straße, 4 Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Cottbusser konnten sich in den Wohnungen gestern Abend umschauen. Diese werden vermietet oder zu Eigentumswohnungen. Die Nachfrage wird immer größer. Alle wollen in der City wohnen. Cottbus ist eine tolle, attraktive Stadt und wir sind eigentlich so das richtige Beispiel für eine Stadt mit kurzen Wegen. Das heißt, wir haben ja seit 92 32% Zuzug hier in der Innenstadt. Jede Baulücke wird bebaut, die alten Gebäude werden saniert, die Menschen fühlen sich wohl, sie wollen in der Innenstadt und man findet alles. Man hat Kultur, Sport, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, es ist alles da. Kita-Plätze, Grundschulplätze, da müssen wir noch nachziehen. Durch diesen großen Ansturm, durch die Bevölkerungsentwicklung fehlen uns da noch Plätze. Aber da sind wir dabei, auch mit privaten Partnern. Auch an anderer Stelle wird oder wurde gebaut, wie beispielsweise auf dem Meldeareal. Aus einer alten Fabrik sind in den letzten Jahren moderne Wohnungen entstanden. Der 15. Modellstadtrundgang hat auch hier entlang geführt. Die Bauprojekte, die hier vorgestellt werden, sind schon auf jeden Fall wert, gesehen zu werden. Und was bietet sich da besser an als so eine geführte Veranstaltung? Das sind Sachen, die man noch nicht gesehen hat, noch nicht kennt hier in Cottbus in der Stadt. Das ist freigebaut, dass überall Spielplätze sind, dass grün ist. Das gefällt uns sehr gut, dass die Infrastruktur stimmt und dass man kurze Wege hat, um einkaufen zu gehen oder irgendwelche Besorgungen zu machen. Die Stadt Cottbus und die Deutsche Stadt- und Grundstückentwicklungsgesellschaft zeigen jährlich am ersten Donnerstag im Juni Bauprojekte, die die Stadt verschönern. Der Modellstadtrundgang ist beliebt. Rund 500 Cottbusser sind gestern Abend gekommen, um noch unbekannte Ecken kennenzulernen und sich über den neuen Wohnraum in der Innenstadt zu informieren. Cottbus kommt nicht zur Ruhe. In der Innenstadt hat es gestern Abend mehrere Auseinandersetzungen gegeben. Im Puschkin-Park haben sich zunächst 15 Personen geschlagen. Eine weitere Gruppe oder sogar die gleiche ist gegen 1 Uhr erneut ineinander geraten. Die Polizei konnte einige Männer festhalten. Sie kommen aus Syrien. Einen weiteren Einsatz hat es in der Ewald-Hase-Straße gegeben. Dort waren eine Frau und 3 Männer stark alkoholisiert mit einer Fahne unterwegs. Die Ermittlungen laufen. Die angestrebte Vertragsauflösung von Evan Alexis Christ könnte teuer werden. Warum, erfahren Sie in den Kurznachrichten. Stiftung muss zahlen. Die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus Frankfurt Oder muss die Kosten übernehmen, wenn der Vertrag von Evan Alexis Christ aufgelöst wird. Der Generalmusikdirektor ist seit April beurlaubt, sein Vertrag am Staatstheater ist aber eigentlich bis 2024. Es gibt aber noch keine Unterlagen über die genauen Bedingungen zur Ausgleichszahlung. LEAG-Chef steigt auf.
Helmar Rendes ist der neue Vorsitzende des Deutschen Braunkohleindustrievereins, kurz DBRIV. Die Mitgliederversammlung hat ihn beim Braunkohletag in Halle gewählt. Rendes wolle sich nachhaltig für die Interessen der Braunkohleindustrie und ihrer Beschäftigten einsetzen. Von der Bundesregierung erwartet er, dass sie sich auch mit der Zukunft der Braunkohleregion auseinandersetzt. Artenvielfalt im Tagebau. Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat einen Überblick über die Artenvielfalt auf renaturierten Tagebauflächen gegeben. Im Rahmen der Umweltwoche gab es dazu heute Fachvorträge. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt in der Bergbaufolgelandschaft. Außerdem werden die Chancen für die Entstehung neuer Lebensräume gezeigt. Die Teilnehmer haben sich nach den Vorträgen die Spreeaue angeschaut. Was sie dort gesehen haben, zeigen wir Anfang nächster Woche. Die Schüler an der Erich-Kästner-Grundschule gehen ab sofort auf 2 Schulen. Wie geht das? Nun ja, ihre Schule hat einen neuen Namen bekommen. Sie heißt jetzt Umweltschule Erich-Kästner-Grundschule. Und weil bekanntlich aller guten Dinge 3 sind, wurde gestern Nachmittag ein weiterer Titel verliehen. Cottbus hat eine Umweltschule mehr. Gestern wurde der Erich-Kästner-Grundschule durch den Umweltausschuss der entsprechende Titel verliehen. Damit ist sie die 5. Cottbuser Schule, die sich ab sofort so nennen darf. Schulleiterin Martina Teunert, ihre Mitarbeiter und natürlich auch die vielen Kinder haben lange darauf hingearbeitet. So grün wie jetzt sah der Schulhof nicht immer aus. Das wollte man ändern und hat sich dabei auch kritisch mit sich selbst auseinandergesetzt. Es muss durch die Köpfe der Kinder, durch die Herzen der Kinder. Wichtig ist, dass es gelebt wird. Dass also unsere Kinder das nicht machen, damit ein Schild an der Tür ist oder wir als Pädagogen, sondern dass wir sagen, wir haben uns aufgemacht, wir haben festgestellt, wir müssen ein bisschen was verändern. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wozu sind denn Grünpflanzen überhaupt wichtig? Warum haben wir keine auf dem Hof? Wollen wir welche? Also wir haben Stück für Stück das hinterfragt. Daraufhin gab es einige Veränderungen an der Schule. So wurden Patenschaften und Gießpläne für Pflanzen eingeführt. Die Kinder kümmern sich also selbst darum, dass es auf dem Hof immer schön grün bleibt. Man züchtet selbst Nutzpflanzen für Bienen und organisiert allerlei Naturprojekte. Beim Umweltausschuss der Stadt hat man das genau beobachtet. Dort wird entschieden, wer sich Umweltschule nennen darf und wer nicht. Die Entwicklung der Schule hat die Politiker letztlich überzeugt. Theorie und Praxis wird hier zusammengeführt und natürlich auch das Besondere, diese schöne Lage des Schulhofes und diese begrünten Teile oder bepflanzten Teile, die dann durch die Schüler selbst bewirtschaftet werden oder die werden gegossen durch die Schüler, die werden in Ordnung gehalten. Also diese ganze Summe von Projekten, die hier an der Schule laufen, haben letztendlich den Ausschlag zur Verleihung gegeben. Gestern wurde aber nicht nur der Titel Umweltschule gefeiert. Seit 2 Jahren ist die Erich-Kästner-Grundschule nämlich auch Haus der kleinen Forscher. Das Zertifikat wurde erneuert und die Schule darf sich auch die nächsten 2 Jahre so nennen. Seit 5 Jahren bietet die IHK die entsprechenden Weiterbildungen für Pädagogen an. Mit Experimenten sollen Kinder schon früh für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, begeistert werden. Bei der IHK verfolgt man damit einen langfristigen Plan. Mit dem Ziel, dass sie diese Begeisterung vom Kindergarten über den Hort, über die Grundschulen, über weiterführende Schulen ins Studium weitertragen. Wir legen damit die Saat, die in 10, 15 Jahren an den Universitäten aufgeht, darin, dass da hochqualifizierte junge Menschen, die aus der Lausitz kommen, in der Lausitz groß werden und in der Lausitz dann auch bleiben. Und dieses Fachwissen, was auf Begeisterung gewachsen ist, dann auch hier in der Lausitz lassen. Koordiniert wird alles von Mita Ross. Sie ist von Beginn an dabei und hat in dieser Zeit 13 Kitas und 2 Schulen zu Häusern der kleinen Forscher gemacht. Und das macht richtig, richtig viel Spaß, einfach zu sehen, was Erzieher alles machen, wie sie selber begeistert sind, wie so Aha-Effekte kommen, wo man denkt, boah, habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so funktioniert. Oh, die Materialien habe ich ja eigentlich zu Hause in meinem Schrank. Könnte ich ja mit den Kindern machen. Super einfache Ideen, die man gleich umsetzen kann. Begeisterung für Forschung und Umwelt, das soll sich für die Kinder in Zukunft auszahlen. Die nächste Aufgabe für die Erich-Kästner-Grundschule startet damit aber erst. Titel zu erlangen ist das eine, schwieriger ist es, diese zu bestätigen.
Man sieht sie daher als kleine Verpflichtung, auch weiter dran zu bleiben. Wo die Schüler der Erich-Kästner-Grundschule demnächst garantiert einen Ausflug hinmachen werden, ist die Schlichower Höhe. Sie ist eine renaturierte Mülldeponie und das Zuhause seltener Tierarten. Eine ganze Menge Grundschüler haben heute die Schlichower Höhe besetzt. Auf diesem Aussichtspunkt kann man fast den ganzen Cottbusser Ostsee überblicken. Aber die Schlichower Höhe steht auch noch für Natur- und Artenvielfalt. Passt also perfekt zum Motto der Umweltwoche. Der Schlichower Bürgerverein hat hier eine ganze Menge ins Rollen gebracht. Unter anderem gibt es hier jetzt ein Eidechsenhabitat. Hier fühlen sich die bedrohten Reptilien und viele Insekten so richtig wohl. Perfekt für den Biounterricht. Die Umweltschule Dissenchen ist an der Schlichower Höhe Stammgast. Die Schüler haben für heute sogar etwas ganz Besonderes dabei. Wir haben Honig mitgebracht aus unserer Schulimkerei, den wir letzte Woche geschleudert haben. Also wir kümmern uns um die Bienen und machen natürlich auch Honig und füttern die zum Beispiel und machen zum Beispiel Kontrollen. Ich finde, Bienen sind einfach herrliche Lebewesen und das finde ich einfach schön, mit ihnen zu arbeiten. Daneben können die Schüler mit der Baumschule Dubrau Blumentöpfe bepflanzen, mit all den Sachen, die Bienen so mögen. Auch die LEAG hat hier heute Führungen angeboten, durch die Flora und Fauna am Tagebaurand. Der Bürgerverein hat mit der Schlichower Höhe eine Attraktion für den Ort und den Ostsee geschaffen. Der Aussichtspunkt soll auch bei den Cottbussern bekannter werden. Einen näheren Ausflugsort, wo sie Ruhe finden, wo sie Erholung finden, wo sie die Natur beobachten können. Aber wir wollen ja auch Fitnessgeräte aufstellen. Da haben wir schon die AOK Nord gewonnen, die hier Sponsor ist. Werden natürlich auch die Freizeitsportler mit anlocken. Nicht bloß die Rentner, die mit dem Fahrrad hier mal vorbeikommen und Zeit haben. Also wir denken, dass das für die ganze Familie ein guter Tipp ist. Die Schüler fühlen sich hier schon mal wohl. Es gibt ja auch viel zu entdecken. Die Schlichower Höhe ist schon jetzt ein Natur- und Erlebnisort. Das soll sich in den nächsten Jahren dann noch weiterentwickeln. Bei der Umweltwoche gibt es natürlich auch am Wochenende so manche Veranstaltung. Am Sonntag wird beispielsweise der Baum des Jahres gepflanzt. An der Siloer Dorfkirche gibt es zuvor ab 10 Uhr einen Gottesdienst. Den gibt es übrigens auch im Branitzer Park. Die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai und die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz veranstalten erstmals einen Parkgottesdienst. Dieser beginnt am Sonntag um 10 Uhr an der Landpyramide. Auf dem Gelände der historischen Schlossgärtnerei kann dann ab 12 Uhr gepicknickt werden. Der Eintritt ist frei. Auch die Ausstellungen kosten nichts. Wacker Ströbitz hat eine lange Tradition. Fußball wird hier schon seit über 100 Jahren gespielt. Die Trainingsbedingungen waren in letzter Zeit allerdings nicht optimal. Endlich sind sie da, die neuen Flutlichter für den SV Wacker 09. Lange hat der Cottbusser Traditionsverein auf die Spielfeldbeleuchtung gewartet. Jetzt wurde Mast für Mast aufgerichtet, Glückspilz Winnie packte auch mit an. Denn die neuen Flutlichter stehen nur aus einem Grund hier, dem PS-Lotterie-Zweckertrag. Der SV Wacker 09 bekam 3.000 Euro. Damit brachte die Sparkasse Spreneiße Licht ins Dunkel, angestoßen durch Heike Bölke, Geschäftsstellenleiterin in Ströbitz. Die Sparkasse Spreneiße fühlt sich so den Menschen der Region verpflichtet. An dem Verein Wacker Ströbitz, das kommt man nicht vorbei, ist ein Traditionsverein hier in Ströbitz. Und wir sind seit vielen Jahren im engen Kontakt, gerade unsere Geschäftsstellenleiterin Frau Heike Bölke aus der Geschäftsstelle Ströbitz ist in sehr, sehr engen Kontakt. Und in diesem Fall war es so, dass der Präsident, Herr Reinhard Schmidt, auf uns zukam, in dem Fall auf Heike Bölke zukam und gesagt hat, wir haben hier ein ganz großes Thema, wir brauchen unbedingt auf dem neuen Platz eine Flutlichtanlage, um den auch optimal bespielen zu können, nämlich von September bis März, da wird es etwas Zeit der Dunkel. Und da haben wir gesagt, wenn so ein Fall eintritt, dann müssen wir natürlich zur Seite stehen. Und da war es natürlich gar keine Frage, da haben wir sofort unterstützt. Hurra, hurra, die
Die Wacker, die ist da! Den SV Wacker 09 gibt es jetzt schon seit fast 110 Jahren. Über 90 Jahre spielen die Fußballer jetzt schon am Standort Ströbitz. Die Mitgliederzahlen wachsen immer weiter. Zurzeit sind es um die 350. Davon sind mehr als 160 Kinder und Jugendliche dabei. Dem Nachwuchs gefällt es hier sehr. Für mich passt die Moral einfach bei diesem Verein. Dieser Kampfgeist im Spiel. Auch wenn wir hinten liegen, dann kommen wir einfach enorm gut zurück und können auch Spiele drehen und gewinnen. Ja, und deswegen bin ich auch zu diesem Verein vor 3 Jahren gekommen. Es macht sehr viel Spaß, weil das Trainerteam sehr gut ist. Die Taktik, die uns die Trainer vorgeben, ist immer super und die Spieler sind einfach klasse. Wir verstehen uns alle toll und ja. Der Sportverein Wacker 09 ist ein reiner Fußballverein mit 11 Nachwuchsmannschaften, 4 Männermannschaften und einer Frauenmannschaft. Das heißt, auf den Feldern wird viel trainiert. Die erste Männermannschaft ist 2011 in die Landesliga Süd aufgestiegen. Oft brauchen sie zum Trainieren ein ganzes Feld. Zurzeit entsteht zum Glück noch ein drittes. Das Licht ist jetzt schon da, denn die Trainingssaison endet nicht im Sommer. Heutzutage wird in allen Fußballvereinen bis Ende November, bis teilweise Mitte Dezember Fußball gespielt, in Punktspielbetrieb. Und auch der Nachwuchs hat sich so daran gewöhnt, dass da vor November eigentlich keiner die Halle aufsucht. Deswegen geht es ab Mitte September, teilweise schon vor Eintritt der oder vor Beendigung der Sommerzeit, es ohne Flutlicht nicht. Dem Training bei Dunkelheit steht also nichts mehr im Weg. Jetzt fehlt nur noch der richtige Rasen. Wünsche werden wahr mit der Sparkasse Spree-Neiße und dem PS Lotteriesparen. Für nur 5 Euro im Monat kaufen Sie ein Los. 4 Euro davon werden gespart. Mit dem verbleibenden 1 Euro können Sie das Glück herausfordern. Jährlich werden Geld und Sachgewinne von über 19 Millionen Euro verlost. Und Sie unterstützen mit jedem Los viele gemeinnützige Ideen und Projekte in unserer Region. Lose erhalten Sie in unseren Geschäftsstellen und jetzt auch unter sparkasse-spree-neiße.de. Sparen, gewinnen und Gutes tun. Seit 25 Jahren. Haben Sie morgen Vormittag schon etwas vor? Wenn nicht, wie wäre es denn mit dem Schlendern durch die Sprem? Der Kunst- und Genussmarkt ist dort von 11 bis 18 Uhr aufgebaut. 50 Handwerker, Maler, Töpfer und viele weitere zeigen ihre Werkstattarbeiten. Und am Sonntag können Sie sich sportlich betätigen. Der Cottbuser Ostseesportverein radelt wieder. Dieses Mal geht es durch die Branitzer Siedlung über Haso bis hin zur Südspitze vom künftigen Cottbuser Ostsee. Bei der Tour wird auch das Motto der Umweltwoche Artenvielfalt eine Rolle spielen. Start ist am Sonntag um 10 Uhr am Parkplatz Sandower Dreieck. Sie merken schon, es ist wieder einiges los in Cottbus Stadt und Land. Bei vielen Veranstaltungen sind wir dabei. Jetzt ist aber erstmal Wochenende angesagt. Genießen Sie die freie Zeit und vor allem das Wetter. Tschüss! Immer frisch aufgebrühten Kaffee gibt's mit dieser Filterkaffeemaschine von Philips. Die Gaia Therm ist jetzt als Angebot der Woche für nur 44 Euro bei Expert erhältlich. Die Gaia Therm von Philips sieht nicht nur edel aus, sondern sorgt auch für ein volles Aroma. Und das besonders lange. Denn die bruchsichere und doppelwandige Thermokanne aus Edelstahl behält die Temperatur für mehr als 2 Stunden bei. Der intelligente Verschluss bewahrt dabei das Aroma und die Temperatur, wenn die Kanne aus der Maschine genommen wird. Dank der Wasserstandsanzeige könnt ihr die Maschine präzise befüllen. Insgesamt fasst der Wassertank 1,2 Liter. Dann fehlen nur noch ein Filter und ein Kaffeepulver eurer Wahl. Und schon bald duftet es nach frischem Kaffee. Der Brühvorgang dauert nur wenige Minuten. Danach schaltet sich die Maschine automatisch ab. Das sorgt für mehr Sicherheit und einen geringeren Energieverbrauch. Und mit der Tropfstopp-Funktion könnt ihr euch sogar dann eine Tasse einschenken, wenn der Brühvorgang noch nicht beendet ist. Tja, und dann müsst ihr nur noch eins tun: genießen. Die Philips Gaia Therm HD 754620 ist das Angebot der Woche bei Expert.
Online auf expert.de oder im Fachmarkt in eurer Nähe bekommt ihr sie jetzt für nur 44 Euro. Das Wetter präsentiert Ihnen die Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Erleben Sie jetzt den neuen Freibadbereich für noch mehr Spaß und Erholung. Genieße den Sommer, Lagune-Feeling. Nachtschwärmer brauchen auch zur späten Stunde keine langen Sachen. Die Tiefstwerte liegen gerade einmal bei 18 Grad, es bleibt trocken. Der Samstag wird wettertechnisch fantastisch. Die Sonne scheint den ganzen Tag, ab und an ziehen leichte Wolken auf. Diese spenden kurzzeitig Schatten. Die 30-Grad-Marke wird morgen definitiv geknackt. Am Sonntag geht es genauso weiter. Die Sonne wechselt sich mit Wolken ab, Regen gibt es nicht. Die Höchstwerte liegen bei 28 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Mit besonderen Aktionen unter lagune-cottbus.de. Genieße den Sommer, Lagune-Feeling. Laufen Sie für den Tierpark beim 7. EGWohn-Charity-Lauf. Los geht's am 7. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbuser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EGWohn noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75-28350. Der 7. EGWohn-Charity-Lauf am 7. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spree-Neiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Willkommen zu den Rosengarten-Festtagen in Forst. Tausende Rosen werden ihre Blüten im ostdeutschen Rosengarten entfalten. Erleben Sie an 3 Tagen ein Programm der Extraklasse
und eine einmalige Schnittrosenschau. Auf der Bühne stehen für Sie Leonard, Irene Scheer, Jürgen Drews, Lou Bega und viele mehr. Für die Kleinen kommt das Krümelmonster aus der Sesamstraße. Lassen Sie sich verzaubern im nächtlichen Romantikpark am Freitag. Oder genießen Sie die Nacht der tausend Lichter mit Musikfeuerwerk am Samstagabend. Nutzen Sie den kostenlosen Bus-Shuttle für Forst und Cottbus. Weitere Infos unter rosengarten-forst.de. Die Rosengarten-Festtage in Forst vom 22. bis 24. Juni.